Ausflug in eine andere Welt. Rund 50 Schüler verfolgten am Mittwoch im Mediendom der FH Kiel, wie der deutsche Astronaut Alexander Gerst zur internationalen Raumstation ISS aufbrach. Doch nicht nur beim Raketenstart im Baikonur herrschte höchste Konzentration. Auch die Techniker in der Theaterkuppel hatten alle Hände voll zu tun. Ja, die Schwierigkeit heute war, dass wir das nicht alleine gezeigt haben, sondern dass das praktisch bundesweit in verschiedenen, ungefähr ein Dutzend Planetarien gleichzeitig gezeigt wurde. Mit Spannung wurden die Aufnahmen der letzten Vorbereitungen verfolgt und der Start um 13.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit herbeigesehnt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's, Bajakali! Die Übertragung war eine Premiere für den Mediendom. Weitere sollen bei Bedarf folgen. Den Schülerinnen und Schülern hat die Reise ins All jedenfalls gefallen. Also ich fand es ganz spannend, das mal alles live mitverfolgen zu können. Und auch die Hintergrundinformationen, die wir da bekommen haben, das war sehr interessant. Sonst kennt man das ja immer nur so ausschnittsweise aus dem Fernsehen, die absoluten Highlights. Aber diese Hintergrundinformationen, die waren wirklich sehr spannend. Ich fand es auch mal interessant zu sehen, wie das eigentlich so ist, auch mal in die Rolle so reinzuschlüpfen und nicht einfach nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch mal so live zu sehen, und dann ist es halt sehr interessant. Ja, es war sehr spannend zu sehen, wie die Rakete halt gestartet ist, weil das sieht man ja nicht alle Tage, und ja, war schön. Ja, ich hatte schon ein paar gute Vorstellungen, aber das hat noch mal einiges übertroffen, weil es ja doch ein anderes Feeling ist, wenn man das in einem 360-Grad-Erlebnis miterlebt, in so einer großen Kuppel, mit so guten Ton und allem möglichen Kram. Das hat noch mal eine ganz andere Wirkung, als wie man sich das vorstellen kann. So mal zu sehen, wie das auch hinter den Kulissen ist, war schon interessant, ja. Voraussichtlich bis zum 12. Dezember wird Gerts Mission andauern. Mit den guten Wünschen der schleswig-holsteinischen Schüler kann nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen ihm viel Glück und dass er auch viel erforscht und so. Ja, also ich wünsche ihm natürlich alles Gute, dass alles gut klappt, so wie sie sich das erhoffen, und dass halt nichts schief geht. Also ich wünsche ihm viel Glück bei seiner Mission und dass er das noch weitermacht, also dass er nicht aufhört mit seinem Traum. Also ich wünsche ihm da oben viel Spaß und halt coole Erlebnisse.